Herbstbild von Friedrich Heppel. Hallöchen alle zusammen! Fallen bei euch auch schon die Herbstblätter zu Boden? Wenn ja, dann habe ich hier ein sehr passendes Gedicht von Friedrich Heppel, der vor allem für seine Naturgedichte bekannt ist. Seine Texte inspirierten auch Komponisten wie Robert Schumann, Franz Liszt oder Johannes Brahms. Das gegenständliche Werk schrieb Heppel 1852 in Wien. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Obwohl dieses Gedicht sehr kurz ist, so liegt darin doch die Mystik der Vergänglichkeit. Das Leben des Schriftstellers begann im Jahr 1813 zunächst vielversprechend. Der kleine Friedrich wurde in eine Handwerkerfamilie hineingeboren. Vater Klaus war Maurer und Mama Antje die Tochter eines Schusters. Als 13-Jähriger fing Friedrich als Maurerlehrling an. Allerdings wurde seinem Vater eine Bürgschaft zum Verhängnis und der Junge war gezwungen, sein eigenes Geld zu verdienen. Nach dem Tod seines Vaters jobbte er zunächst als Laufbursche und schließlich als Schreiber eines Landrichters, in dessen Bibliothek er seine ersten literarischen Gehversuche startete. Seine Gedichte wurden 1832 in den Neuen Pariser Modeblättern veröffentlicht. Die Herausgeberin Amalie Schoppe förderte den jungen Literaten und lud ihn nach Hamburg ein, wo Heppel die um 9 Jahre ältere Elise Lenzing kennen und lieben lernte. Auch sie gewährte ihm finanzielle Unterstützung. Dennoch war Heppel immer wieder in Geldnöten. Und so wanderte er weite Strecken zu Fuß durch die Lande, besuchte Vorlesungen und widmete sich der Schriftstellerei. Elise gebar ihm 1840 einen Sohn. Aber Heppel verweigerte ihr aus unbekannten Gründen das Ehegelübde. Er schrieb seine Tragödien Judith und Genoveva. Während Friedrich Heppel weitere Reisen unternahm, starb sein Sohn Max im Alter von nur 3 Jahren. Obwohl Elise abermals schwanger wurde, lehnte Heppel eine Heirat standhaft ab und verbrachte 2 Jahre in Italien und Frankreich, bis er schließlich in Wien sesshaft wurde. Zu Elises Kummer, die immer noch in Hamburg lebte, ehelichte Heppel in Wien die wohlhabende Burgschauspielerin Christine Enkhaus. Erstaunlicherweise fanden die beiden Frauen jedoch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Denn auch Christine hatte es nicht immer leicht mit dem unangepassten und egozentrischen Dichter. Elise starb schließlich im Alter von 50 Jahren. Ironie des Schicksals, auch Friedrich Heppel starb 9 Jahre danach als 50-Jähriger. Wie Friedrich Heppel sein Leben sah, hat er uns aber noch in seinen Tagebüchern hinterlassen, die er ab dem 18. März 1835 zu schreiben begonnen hatte.